Grüß Gott und guten Abend, liebe Freunde. Ihr griabigen Leid. Ich weiß, Sie haben keine gute Meinung von mir. Das wäre mir jetzt neu. Deshalb habe ich mich entschlossen, Sie besser kennenzulernen, Sie und Ihre merkwürdige Sprache hier in Bayern. Sie brauchen eine geschliffene Dings. Eine Sprache. Eine klodernde Lut. Eine lodernde Flut. Mei Oide trinkt Ahoi Be. Direkt auf den Punkt, wenn Sie meinen, was ich verstehe. Ganz neu ist der Joachim Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann. Und das war eine große Freude, ihn darzustellen, weil ich denke, auch da könnte es sein, dass er möglicherweise irgendwann bayerischer Ministerpräsident werden könnte. Diese Winkelzüge sind jetzt nicht jedem so klar. Ich bin da manchmal sehr, sehr tief drin und höre mir sehr, sehr viele Menschen an, die was dazu sagen. Und es könnte durchaus sein, dass der eben bedeutender wird. Und er hat halt was Lustiges, also er hat für mich etwas Lustiges, auch wenn er sich mit sehr ernsten Themen beschäftigt als bayerischer Innenminister. Und doch geht es mir ja immer darum, die Politik nicht ganz so ernst zu nehmen und trotzdem zu vermitteln zwischen den Politikern und dem Volk. Keiner will mein Klagen hören. Ich frag mich, was ich da tue. Langsam krieg ich wirklich nur. Das war der Plan. Ich hab den Söder satt. Ich will heim nach Ingolstadt. Da müssen Sie sich kräftig sputen. Bei mir und nur bei mir. Da ging's in 10 Minuten. Ich habe zwei ganz lustige Nummern im Programm, wo beide Male Markus Söder eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe den Eindruck, die Leute, denen gefällt es wirklich ganz gut, weil ich den Markus Söder ziemlich gut parodieren kann auf der einen Seite oder sehr stark überzeichnen kann. Ich bin ja kein Söder-Double in dem Sinn, sondern ich überzeichne ihn wirklich. Und es ist halt inhaltlich auch sehr interessant. Einmal beschäftigt er sich mit dem neuen Sexualstrafrecht und das andere Mal mit der Rente. Und beides ist eher so für den Youngster sozusagen. Markus Söder ist genauso alt wie ich und deswegen passen die beiden natürlich Figuren natürlich sehr gut. Es ist sehr bequem, ihn zu spielen für mich. Also beim Stolper muss man sich immer so wahnsinnig anstrengen. Das ist wahnsinnig anstrengend, immer auf großen Dings. Das geht beim Söder alles viel einfacher. Der Söder stellt sich einfach hin und sagt, immer wenn du denkst, es geht nicht blöd, der kommt von irgendwoher, der Markus Söder. Servus, zu Ihnen spricht Ihr Minister für Landwirt, Flucht, Geldwäsche und wegen Frankenoptimierung. Und für alles andere auch, denn einer muss sich ja um alles andere kümmern, wenn es sonst keiner macht. Stromtrassen, Blasmusik, Gesetze zur Vermeidung von Wellenbildung beim Einsteigen in die Badewanne. Wenn ein Politiker dann sagt, ja, das gefällt ihm jetzt vielleicht nicht so oder so, dann muss ich ganz ehrlich sagen, soweit stehe ich dann schon mitten im Leben, um festzustellen, man kann natürlich den Politikern an der Stelle nicht gefallen. Das ist nicht der Grund, warum ich das mache, sondern der Grund ist, dass das Volk, das zu mir kommt, das ganz normale, die ganz normalen Menschen, so wie du und ich, dass die ihre Freude haben. Und auch etwas abzufedern, was vielleicht ein bisschen Politikverdrossenheit gibt und den Leuten aufzuzeigen, es ist vielleicht doch nicht alles ganz so schlimm, wie man es oftmals hier darstellt, sondern die Leute geben sich ja auch ein Stück weit große Mühe, eine gute Politik zu machen. Es ist also nicht immer nur alles schlimm und alles anklagend gedacht, vieles schon, aber manches ist auch eher versöhnlich sozusagen. Sie brauchen eine geschliffene Dings, eine Sprache, eine klodernde Lut, eine lodernde Flut. Wenn Sie bei der Rede die Blumen hinrichten, liebe Freunde, müssen Sie praktisch direkt auf die 12 hauen, ohne dass Sie vorher noch die Eier, die herumschaukeln, lange herumgaukeln. Direkt auf den Punkt, wenn Sie meinen, was ich verstehe. Ich kenne mindestens 5 Politiker, die einen zweifelhaften Geisteszustand haben. Ich bin 2 davon. Ich bin jetzt, habe jetzt meinen Terminkalender voll. Mit Terminen bis zum Teil bis Ende 2018 gehen die weitesten Anfragen. Das ist wirklich richtig weit weg. Und ich weiß heute schon, was ich 2017 mache. Da gibt es keinen einzigen Samstag mehr, keinen Freitag mehr, der irgendwie frei ist. Die sind alle vergeben und das ist natürlich schon ein totaler Irrsinn, in so einer Terminmühle sich auch auszukennen, trotzdem immer wieder entspannt zu sein und immer wieder auch Entspannung zu finden, dass man das mit großer Frische und Freude auch machen mag, was man da macht. Und das mache ich mit großer Disziplin und freue mich auch, dass ich
dass ich Leute habe, die regelmäßig auch vorbeikommen und sich das Programm anschauen und dass es Menschen gibt, die mich auch unterstützen. Showende, aber nur für heute. Das GOP-Varieté-Theater mit der Show Rockabilly präsentierte die Szene München.